Seit ich hier auf YouTube ganz, ganz offen und ehrlich mit euch über meinen Körper, meine Figur, meine Interessen spreche, bekomme ich eine Frage sehr häufig gestellt. Und zwar, wie bist du so selbstbewusst geworden? Das Ganze lässt sich tatsächlich eigentlich relativ einfach und schnell erklären, aber wie ich das gemacht habe und wie es in meinem Kopf Klick gemacht hat, das erzähle ich euch jetzt. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr ja schon so ein bisschen meine Vergangenheit, also kennt ihr meinen Körper und mich schon ein bisschen länger. Wenn ihr neu hier seid, dann noch einmal ganz kurz zum Rekapitulieren. Ich bin früher sehr, sehr sportlich gewesen und auch sehr, sehr schlank. Ich habe immer eine Kleidergröße 34 getragen. Es war mir immer sehr, sehr wichtig, sportlich und schön auszusehen, bis ich dann meine Kinder bekommen habe. Ich habe mittlerweile 2 Kinder, die sind 5 Jahre und 1,5 Jahre alt und die haben natürlich meinen Körper komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe sehr, sehr viele Dehnungsstreifen in den Schwangerschaften bekommen und habe auch einiges zugenommen, das ich bis heute nicht abgenommen habe. Also ich wiege mittlerweile irgendwas um die 70 Kilo. Das sind 20 Kilo mehr als bevor ich meine Kinder bekommen habe und es war für mich auch ein längerer Weg, mich da einfach so ein bisschen reinzufinden und ja, meinen neuen Körper anzunehmen. Mir wurde irgendwann einfach bewusst, dass es 2 Wege gibt für mich, wieder selbstbewusst zu sein und mich gut zu fühlen. Und zwar ist es entweder, ich gehe den Weg der Akzeptanz, ich akzeptiere, wer ich bin, ich respektiere, was ich bin oder wer ich geworden bin, oder ich ändere das, was mich stört. Ihr wisst ja vielleicht, dass meine Hauptproblemzone mein Bauch ist. Wie gesagt, ich habe sehr viel zugenommen, ich habe sehr viele Dehnungsstreifen, ich habe ganz viel lose Haut. Und das ist was, was mich wirklich sehr, sehr belastet und beschäftigt hat. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt, ich wollte mich nicht mehr, ja, in Dinge kleiden, die mir gefallen, wobei Mode mich schon immer sehr, sehr interessiert hat. Also ich bin sehr, sehr darauf bedacht, mich gut zu kleiden. Ich stehe total auf Mode. Ich wollte auch unbedingt schon immer auf YouTube Videos mit Mode machen. Nur war einfach irgendwann mir nicht mehr genug Selbstvertrauen da, mich so zu präsentieren. Ich habe gedacht, nein, ich kann ja jetzt keine Kleidervideos machen oder Try-on-Hauls machen, wenn ich mich in meinem Körper nicht gut fühle. Ich kann ja nicht die selbstbewusste Frau präsentieren, wenn ich das im Moment gar nicht darstelle. Ich bin auch selbst schon den Weg gegangen, einfach in Angriff zu nehmen, was an meinem Körper ist, was mich stört. Also ihr wisst ja auch, ich habe schon sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Also ich habe auch diesen Weg versucht. Nur habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass das in meinem Kopf nicht das bewirkt hat, was mich glücklich macht. Also es hat einfach nicht das geschafft, mich so selbstbewusst zu machen, nur dass sich mein Äußeres verändert. Ich habe einfach gewusst, auch wenn ich jetzt diese 20 Kilo abnehme und meine Haut dann vielleicht ein bisschen besser aussieht oder selbst wenn ich zum Schönheitschirurgen gehe und lasse mir meine Bauchdecke straffen oder lasse mir meine Brüste vergrößern oder was auch immer ich kosmetisch hätte reparieren können, hätte mir nicht mein Selbstbewusstsein zurückgegeben, weil ich einfach nicht mehr genauso aussehe, wie ich es früher tue. Also blieb für mich genau eine Option übrig und die war für mich, meinen Körper zu akzeptieren. Das klingt jetzt total klischeehaft, ja, wenn man sich selbst akzeptiert, dann fühlt man sich besser. Das ist nicht so einfach. Das sagt sich einfach, aber ich weiß ganz genau, dass das ein harter Weg ist. Für mich hat der Weg damit begonnen, einfach anzufangen, aufzuhören, darauf zu achten, was andere denken und sagen. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass es für mich total ungesund ist, mir mein Selbstbewusstsein daher zu nehmen, wie andere mich reflektieren. Also wenn Menschen mir sagen, oh, du bist schön, mich dann selbstbewusst zu fühlen, ist nicht gesund. Also musste ich irgendwie lernen, meinen Kopf dahingehend auszumachen. Einfach mich unabhängig der Meinung anderer machen und mir mein Selbstbewusstsein von mir selbst geben. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie nachvollziehen. Was ich damit sagen möchte ist, Selbstbewusstsein fängt nicht damit an, dass du dich gut fühlst, weil jemand dir sagt, du siehst schön aus oder weiß ich nicht, du hast einen tollen Haarschnitt, du siehst gut gekleidet aus. Das ist nicht das, was dich selbstbewusst machen sollte, sondern du musst darauf hören, was du möchtest. Möchtest du dich so kleiden? Dann mache es und mach das aber auch voller Wahrnehmung. Also tu das, weil du es tun möchtest und fühl dich gut dabei. Dann bist du wirklich selbstbewusst. Mit meiner kleinen Kurvigreihe habe ich zum Beispiel genau das gemacht. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht ändern, wie ich äußerlich aussehe. Zumindest nicht bis dahin, bis ich weiß, dass mir das Selbstbewusstsein geht. Also stelle ich mich vor die Kamera, zeige meine Problemzone, weil ich dazu stehe und versuche drumherum einfach alles so zu machen, wie ich es will. Ich trage die Teile, die ich tragen möchte. Ich schaue einfach, was mir steht. Wie kann ich mit meinem neuen Körper leben? Wie kann ich den in Szene setzen? Wie kann ich wieder Spaß an der Mode finden? Und genau das hat bewirkt, dass ich mich einfach so selbstbewusst fühle.
Eine große Hilfe seid dann natürlich auch ihr gewesen. Also ich möchte jetzt nicht abstreiten, dass man sich besser fühlt, wenn einem jemand sagt, dass man schön aussieht. Das hilft natürlich auch, das noch weiter zu pushen. Aber wenn man kein Selbstbewusstsein hat oder wenn man sich nicht gut fühlt, darf das nicht der Ansatz sein. Also ihr dürft nicht denken, wenn mir jetzt keiner sagt, dass ich schön bin, dann bin ich nicht schön. So funktioniert das nicht. Das wäre genau wie wenn ich sagen würde, ich bekomme am Tag 250 Nachrichten und Kommentare und 5 davon sind negativ und diese 5 negativen reißen mir den Boden unter den Füßen weg, weil ich kein Selbstbewusstsein habe, sondern die 245 positiven setzen einfach noch so eine kleine Sahnehaube obendrauf. Ein Satz, der mir unwahrscheinlich viel bringt, so blöd wie er klingen mag, ist: Ich scheiße drauf, was andere von mir denken. Das klingt sehr hart, aber das ist genau das, nach dem ich lebe. Und das gilt auch meinem Partner gegenüber tatsächlich. Also natürlich jetzt nicht, dass ich auf seine Meinung scheiße, das dürft ihr nicht falsch verstehen, aber auch wenn ich etwas tragen möchte, was meinem Mann zum Beispiel nicht gefällt, aber ich fühle mich darin einfach toll und schön und geil und sexy, dann trage ich das, weil ich mich damit gut fühle. Ich mache mich einfach komplett unabhängig der Meinung anderer. Dem David ging es übrigens genauso. Der hat auch so einen Weg durchgemacht. Der David hat ja, wenn ihr ihn kennt, weil ihr meine Videos kennt, eine weiße Pigmentstörung hier im Bart. Also das heißt, seine Hälfte vom Bart ist weiß, wo übrigens auch noch immer sehr, sehr viele Leute fragen, was das ist. Und er hat sich das früher immer abrasiert oder überfärbt, weil er einfach sich nicht wohl damit gefühlt hat. Er war nicht selbstbewusst genug, so einen Makel im Gesicht zu tragen. Es ist ja doch eine Stelle, die sehr auffällig ist. Und er hat einfach irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, was andere Leute darüber denken könnten. Können die denken, dass ich mich nicht gewaschen habe, dass es Zahnpasta ist oder was auch immer. Er hat einfach aufgehört, darüber nachzudenken, was andere Menschen da sehen, sondern hat einfach seinen Makel getragen, weil er ihn schön findet. Und mittlerweile ist sein Bart für ihn ein totales Wiedererkennungszeichen. Das ist total sein Markenzeichen. Der würde den nie mehr wieder hergeben, weil er sagt, der macht mein Gesicht aus. Genau deswegen bin ich besonders. Und das ist genau der richtige Ansatz. Einfach damit anzufangen, das anzunehmen, was man hat und es für sich positiv zu machen. Ich weiß, dass es ein ganz, ganz schwerer Weg sein kann, bis man sich selbst so annehmen kann, wie man ist. Aber wenn ihr damit anfangen wollt, dann habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ihr könnt ja, wenn ihr euch das nächste Mal mit Freunden trefft zum Beispiel, einfach mal einen Tag so verbringen, wie ihr ihn gerne hättet. Tragt das, was ihr gerne hättet. Wenn ihr keinen Bock habt, euch zu schminken, nur weil andere das so tun, dann macht's nicht. Zieht eine Schlaghose an, auch wenn alle anderen sagen, das steht euch nicht. Oder wie in meinem Fall, tragt Culottes, obwohl Menschen sagen, dass ihr zu klein dafür seid. Macht einfach mal das, wo ihr wisst, ihr fühlt euch darin wohl, ihr fühlt euch gut, ihr macht es, weil ihr es wollt und nicht, weil es jemand anders erwartet. Und dann geht so in den Tag hinein. Trefft euch zum Beispiel mit Freunden, die natürlich nichts davon wissen, und seid einfach ganz, ganz positiv. Steht voll hinter dem, was ihr da gerade macht und achtet mal ein bisschen drauf, wie die Resonanz ist. Und ich verspreche euch, hoch und heilig, dass die Resonanzen der Menschen nicht darauf ausgelegt sind, euch zu kritisieren, wie ihr ausseht, sondern die Kritik oder das Feedback kommt immer, wie ihr seid, also was ihr ausstrahlt. Wenn ihr den Tag positiv lebt und zufrieden seid mit dem, was ihr da gerade macht, werdet ihr auch genau das rückgemeldet bekommen. Die Menschen werden zu euch sagen, du siehst aber heute frisch aus, du siehst schön aus, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Genau das wird zurückkommen, weil die Menschen nicht das auffangen, was sie sehen als Äußerliches, sondern das, was man ihnen einfach gibt. Wenn ihr jetzt noch Tipps habt, wie man sich selbstbewusster fühlen kann, was man machen kann, dass man sich einfach gut fühlt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz viele hilfreiche Sachen dabei sind. Ich weiß ja von vielen von euch, die mir täglich schreiben, dass die Problemchen nicht nur bei den jugendlichen Mädchen da sind, sondern auch bei den erwachsenen Frauen, bei den Mamas, die einfach mit einem neuen Körper, mit einem neuen selbst zu kämpfen haben. Und wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, die ihr wissen wollt, dann immer her damit. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, gerne auch privat, wenn euch das ein zu privates Thema ist. Ich bin da wirklich immer ganz, ganz offen und rede da sehr gerne darüber. Ich hoffe sehr, dass ihr jetzt aus dem Video was mitnehmen könnt. Wie gesagt, für mich war die größte Hilfe einfach den Kopf auszumachen, nicht dran zu denken, was andere von mir halten oder denken könnten und ich selbst zu sein. Einfach der Mensch zu sein, der ich gerne sein möchte. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!